Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Test. Wir schauen uns an IKEA Linsenchips. Als neulich mal für kurze Zeit der Lockdown vorbei war, war ich bei IKEA und habe die geholt in der Sorte Grill, also vielleicht sowas wie Grill. Und das ist Sour Cream and Onion. Es steht viel Schwedisch drauf, aber die haben so ein deutsches Label dran gemacht. Ich glaube, wenn man 3 Stück gekauft hat, hat man irgendwie 4 € bezahlt, irgendwie so. Einzeln kostet so ein Ding aber irgendwie 1,90 oder 2 €. Die sind relativ teuer einzeln. Aber im Dreierpack waren sie dann deutlich, deutlich günstiger. Knabbergebäck mit Linsen, Zwiebel- und Pfeffergeschmack. Und das hier ist genau Knabbergebäck mit Linsen, Sauerrahm- und Zwiebelgeschmack. Linsenchips also. Ne? Die Zutaten sind auch tatsächlich 38% Linsenmehl, Sonnenblumenöl, Maismehl ist aber auch drin, Reismehl, Zwiebeldextrose, Zucker, Hefeextrakt, also Geschmacksverstärker, schwarzer Pfeffer, grüner Pfeffer und Aromen stehen hier jetzt erstaunlicherweise gar nicht drauf. Aber das Hefeextrakt, der Extrakt ist natürlich auch eine Art Geschmacksverstärker. Interessant. Sour Cream, da haben wir sogar Laktose drin, also Milchzucker. Wir haben Molkenpulver drin, wir haben Knoblauch drin. Auch hier haben wir Aromen drin. Und ja, ich würde sagen, da probieren wir uns einfach mal direkt durch. Interessant. Also ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, was ist euer liebster IKEA-Snack? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. So sehen sie aus. 40% mindere Fett. Es sind Fett drin, 19%. Ja, ist auf jeden Fall sehr wenig. Oh. Super, super knusprig. Dieses Grill würde so ein bisschen Barbecue suggerieren, aber es ist kein Barbecue. Moment, ich zeige sie euch mal. So sehen sie aus. Oh, da kann man dann so schön Sour Cream mit auf, so ein Dip schaufeln dann. Lecker. Ich finde, die schmecken gar nicht so sehr nach Pfeffer. Die Konsistenz gefällt mir, sind sehr knusprig, die sind mürb. Die sind ja irgendwie so bearbeitet. Das ist jetzt ja quasi nicht so wie so eine Kartoffel, die geschnitten wird, sondern das wird irgendwie fein zermahlen, dann irgendwie in diese Form gebracht. Die Konsistenz ist also wie so ein Pombeer oder sowas. Sour Cream. Shit. Die Chips auf dem Boden. Also ich mag das Sour Cream Onion sehr gerne als Kombination. Ich könnte mich schwer entscheiden, was meine liebste Chipsorte ist. Ich mag nämlich auch Salz sehr gerne, muss ich sagen. Aber so Sour Cream ist immer, finde ich auch immer gut. Riechen, eher dezent. Haben wir ein bisschen Grünzeug drauf. Oh, sieht aber lecker. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht, ob das so eine Aktionsware ist, die jetzt vielleicht nur ab und zu mal da war. Aber wenn ihr so Sour Cream Chips mögt, die müsst ihr mal ausprobieren. Ich finde sie richtig lecker. Wow. Also, sehr empfehlenswert. Die anderen sind auch gut, aber da ist irgendwie nichts Besonderes. Hier muss ich sagen, die begeistern mich wirklich sehr. Es ist am Ende alles Geschmackssache, aber die schmecken mir zumindest richtig gut. Ja. Und das war's auch schon. Mein Fazit zu den IKEA Chips. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, macht's gut und ciao.